Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 15. April 2018? Heute ist ein Schicksalstag. Ich nenne diese besonderen Tagen als Schicksalstag. Warum? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben. Sie setzen das als Ziel und sie lassen sich nicht ablenken von ihren Zielen. Was passiert? Die glauben daran, die erreichen das auch. Und sie haben Erfolg im Leben. Dann gibt's auch Menschen, die daran gar nicht glauben. Sie erreichen das auch nicht. Dann gibt's auch Menschen, die fangen an zum Zweifeln. Und in diesem Moment, wenn wir anfangen zum Zweifeln, werft uns zurück. Wir trennen uns von unseren Wünschen und Sehnsüchten, unseren Visionen. Zweifel heißt auch Zweifel. Und diesem Schicksalstagen fühlen wir das auch. Es gibt solche Schicksalstag, wo wir ganz nah sind, wo wir im Vertrauen sind, wo wir diese Hoffnung haben, unsere Träume zu erreichen. Dann gibt's auch Tage, wo uns alles so hoffnungslos erscheint. Und wir haben das Gefühl, das ist so weit weg, so unerreichbar. Und dann gibt es auch Tage wie heute, wo entscheidend sind. Entweder glauben wir weiterhin daran, dann sind wir näher zu unseren Zielen und erreichen wir unsere Wünsche. Oder werft uns etwas zurück, weil in diesen Tagen fangen wir an zum Zweifeln. Entweder, weil wir selbst zweifeln daran oder kommen Einflüsse, Gespräche von außen und anderen sagen dann, ja, du bist doch ein Träumer, hör doch auf, bleib realistisch, bleib doch bodenständig, du erreichst es sowieso nicht. Und in dem Moment, wo wir auf diesen Gesprächen uns einlassen und dadurch fangen wir an zum Zweifeln, das werft uns zurück. Das entfernt uns von unserem Ziel, von unserem Träumen, von unseren Visionen. Und heute ist ein entscheidender Tag, ob wir daran wirklich weiterhin fest glauben oder lassen wir uns ablenken. Und fangen wir an zum Zweifeln. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und bekommt einen Einfluss von Alpherg. Diesem Stern Alpherg befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Dann können Sie die Fragen stellen, was sucht ein Stern von Tierkreiszeichen Fischen hier bei Tierkreiszeichen Widder. Die Antwort ist ganz einfach. Diesem Tierkreiszeichen sind auch Sternbilder und sie sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen sich miteinander. Also nicht wundern, dass ein Stern, was in Tierkreiszeichen Fischen gehört, hier in diesem Bereich Tierkreiszeichen Widder wirksam ist. Und so ist es heute auch. Alpherg bestrahlt unsere scheinbare Bewegung, unserer Sonne. Die Bewegung macht nicht der Sonne, sondern die Bewegung macht unserem Planet Erde. Das so nebenbei. Also diese scheinbare Bewegung, die Sonne, ist in Tierkreiszeichen Widder, aber bekommt einen Einfluss von einem Stern, der noch im Tierkreiszeichen Fischen gehört. Und dieser Stern heißt Alpherg. Und diesem Stern Alpherg verbindet die beiden Fischen miteinander.
In Tierkreiszeichen Fischen sind zwei Fischen. Astronomisch heißt das die südlichen Fisch und der nördlichen Fisch. Und dieser Alberg, diesem Stern, verbindet die beiden miteinander. Interessant ist mal nachzudenken, was für Geheimnis verbergt sich hier in diesem Tierkreiszeichen Fischen. Der eine Fisch schwimmt mit dem Strom. Das heißt, diese Menschen, die diese Energie haben, die vertrauen das Leben, die vertrauen das Fluss des Lebens, sie haben auch Vertrauen an sich selbst, die glauben an sich selbst, die glauben auch in dieses Wasserelement, dass die Wasser trägt sie, glauben an Gott, Vertrauen des Lebens. Und sie haben Glück. Die andere Art von Fischengeborenen schwimmt gegen den Strom und hat Angst. Und wenn wir Angst haben, das zieht uns nach unten. Und die Wellen sind immer höher. Die Wellen, ich vergleiche das mit einem Ozean, weil unserem Gefühle gehört zu Wasserelement. Und die Tierkreiszeichen Fischen ist auch Wasserelement. Und wenn wir Angst haben, das erleben wir wirklich so, sinnbildlich kann ich das so beschreiben, wie eine Reise im Ozean oder im Meer und kommen die hohen Wellen. Die Ängste werden noch größer sein. Zurück zu diesem Stern Alberg, das ist die Verbindung zwischen den beiden Fischen und das passt genau zu diesem Schicksalstag, ist auch entscheidend. Schwimmen wir mit dem Strom oder schwimmen wir gegen den Strom? Die Entscheidung treffen wir selbst. Also es lohnt sich, an uns selbst glauben, Ziele setzen, nicht ablenken lassen und im Vertrauen bleiben. Und dann kommt dazu auch das Gottesglauben, die Glauben an die Schöpfung. Natürlich, das ist sehr hilfsreich, unterstützend und so fühlen wir uns wie ein Teil von dem Göttlichen, ein Teil von der Schöpfung. Und so ist es auch das Vertrauen an das Leben. In welche Richtung wir schwimmen, das entscheiden wir selbst. Und genau dieser Alberg zeigt auch, jetzt entscheide dich, welche Richtung möchtest du schwimmen, mit dem Strom oder gegen den Strom. Und bei diesem Schicksalstag ist auch entscheidend, glauben wir weiterhin an unsere Träume, Vision und leben wir unsere Sehnsüchte und räumen wir einen Raum dazu ein, damit das realistisch wird, setzen wir das um im Tat, das heißt als Ziel setzen oder wenn das um Liebe, Partnerschaft geht, natürlich auch an diese Liebe glauben und auch Gefühlen zeigen, offen zu sein für diese Partnerschaft. Diese Offenheit ist auch sehr wichtig. Dann kommt es auch in Erfüllung. Oder fangen wir an zum Zweifeln und in dem Moment, wenn wir zweifeln, dann teilt sich das. Das heißt, wir entfernen uns von unseren Wünschen, unseren Träumen. Das werft uns zurück, dann sind wir wieder unzufrieden oder haben wir Angst davon, wie auch immer, es ist nicht gut. Sondern wir sollen wirklich Ziele setzen und daran auch fest glauben, konzentriert die Ziele zu verfolgen, in diesem Weg gehen und nicht ablenken lassen. Natürlich muss ein Wunsch realistisch sein. Also keine Träumereien, sondern Wünsche, wo das wirklich erreichbar ist. Und das ist der Einfluss von diesem Stern Alberg. Mond bewegt sich auch in Tierkreiszeichen wieder. Es nähert sich zu Neumond. Und Mond bekommt auch Einfluss von Alperaz und Baten Kaitos. Alperaz ist ein Stern von Sternbild Andromeda. Das ist diese gefesselte Königstochter. Die Geschichte habe ich gestern im Tageshoroskop erzählt. Und diesem Stern Alperaz von Sternbild Andromeda bedeutet Freiheit, Unabhängigkeit, Freiraum und auch Wohlstand, aber auch Befreien von Ängsten. Baten Kaitos bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Diese Baten Kaitos befindet sich im Sternbild Walfisch. Das hängt alles zusammen.
Das habe ich auch gestern bei dieser Geschichte von Andromeda erzählt. Und dieser Batenkaitos heißt Einflüsse von außen und jemand versucht uns auf etwas erzwingen oder uns etwas befehlen, ist aber nicht gut, dieser Einfluss, weil das fesselt uns, das hält uns gefangen. Also es ist wichtig, da mal Nein zu sagen. Und schauen wir an, die Einflüsse auf den einzelnen Tierkreiszeichen, weil heute geht es um unsere Sehnsüchte, Wünsche, Träume und Visionen. Welcher Bereich haben wir Unterstützung von Sternen, was wir als Zeitqualität wahrnehmen können, was können wir erreichen? Ich beginne mit Tierkreiszeichen Widder. Die Wiedergeborenen kommt die Gespräche im Fluss. Merkur ist wieder direktläufig. Gestern war die Stillstand, Merkur war gestern stationär. Jetzt dreht sich alles, heute ist die direkte Bewegung. Das heißt, es dreht sich etwas bei den Wiedergeborenen. Welche Wünsche können die Wiedergeborenen erreichen? Das sind die beruflichen Wünsche. Glück im Beruf. Oder die Berufung leben. Oder gerade eine Bewerbung machen. Berufliche Neuorientierung. Diese Wünsche können erreichbar sein. Ausland, Auslandskontakte oder Reise. Wenn jemand diesen Wunsch hat, geht zum Erfüllung. Also das, was ich bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen betonen möchte, diese Wünsche, da sind die Chancen, dass dieser Wunsch zum Erfüllung geht, die Berufung und die Reisen. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren ist eine Heilenergie, das heißt Lebenskraft oder Heilung, heilerischer Beruf. Das kann auch ein Wunsch sein und die Fischengeborenen können sich gerade in diese transformierenden Energie Glück haben und können auch gut investieren. Ein Geldgewinn ist möglich, dieser Wunsch kommt zur Erfüllung oder eine erbschaftliche Situation, die Finanzen zu verbessern oder eine rechtliche Lage kommt, eine positive Wende. Diese Wünsche kann zur Zeit, das ist die Zeitqualität, zum Erfüllung gehen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren, wenn der Wunsch Liebe Partnerschaft ist, da haben die Wassermann geboren gerade Chancen in diesem Bereich. Dieser Wunsch geht zum Erfüllung, aber auch beruflich. Diese beiden Themen, Beruf, Berufung und Liebe, Partnerschaft, dieser Wunsch sollen die Wassermann geborenen ernst nehmen. Natürlich, hier gibt es auch karmische Themen, ganz klar. Alte Karma, es löst etwas aus bei den Wassermann-Geborenen, Karma-Auflösung zum Beispiel. Aber da möchte ich auch nochmal etwas betonen. Karma kann uns niemand lösen. Karma können wir nur selbst lösen, weil wir tragen die Verantwortung. Verantwortung, unserem Karma in Ordnung zu bringen. Und das kann niemand für uns tun. Aber die Richtung zu beschreiben, welche karmischen Themen handelt sich das oder was kann man verbessern, was sollte man loslassen, verabschieden, trennen, welche Aufgabe gibt es? Natürlich, da gibt es Unterstützung und ich kann das auch astrologisch beschreiben. Das hilft zum Orientieren, aber die Karma selbst auflösen, das können wir nur selbst tun. Also karmische Themen gibt es bei Wassermann geboren, karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen oder Karma-Auflösung. Aber ich betone nochmal, selbst machen und auch Liebe, Partnerschaft und die Berufung. Diese Wünsche können zum Erfüllung gehen. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren, Liebe, Partnerschaft. Ist eine schöne Verbindung zwischen Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten. Und das löst etwas aus bei den Steinbock-Geborenen, auch bei Stier-Geborenen natürlich.
Und also dieser Wunsch kann zum Erfüllung gehen, aber auch die Beruf und Berufung, auch Gesundheit ist auch Heilenergie für die Steinbockgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Schützengeboren, ein Kinderwunsch geht zum Erfüllung oder ein Neuanfang starten, Veränderungen, Umbrüche, ein Neuanfang und die schöpferische Kraft, etwas zum Beispiel wie ein Kunstwerk zu präsentieren oder etwas Eigenes tun, wie eine Selbstständigkeit starten, diese Wünsche gehen zum Erfüllung. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, welche Wünsche ist möglich, welche Zeitqualität, welcher Wunsch ist möglich jetzt zum Erreichen. Bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist es Liebe, Partnerschaft, auch Heilung und heilerischer Beruf, auch Familie, die familiäre Bindung und Immobilien. Wohnung kaufen, verkaufen, Haus kaufen, verkaufen oder ein Umzug. Also wenn jemand diese Wünsche hat, da hilft gerade diese Zeitqualität. Die Tierkreis zeichnen Wagen geboren, Umbrüche, Veränderungen in allen Lebensbereichen ist möglich, diese Chancen wahrzunehmen und diese Chancen haben die Wagen geborenen. Das geht zum Erfüllung, wenn etwas die verändern möchten. Aber auch finanzielle Vorteile, auch familiäre Bindungen, das sind die Richtungen, wo die Wagengeborenen ihren Wünsche zum Erfüllung geht. Bei Tierkreis zeichnen Jungfrau geborene Liebe, Partnerschaft, eine sehr gute Liebesenergie, was wirkt auf dem Jungfrau geborenen und was sie verbessern können, das sind die Finanzen. Bei den Tierkreis zeichnen Löwen geboren, das sind karmische Themen. Hier gibt es die Aufgaben, eine neue Aufgabe zu finden. Das kann auch in Freizeit sein, ein Hobby oder die Berufung zu leben, etwas verändern, schicksalhaft verändern im Leben und eine wichtige Aufgabe zu finden. Und die Löwengeborenen brauchen auch das Gefühl wahrgenommen werden, gebraucht zu werden, Anerkennung zu bekommen, Respekt zu bekommen und das sind die Wünsche, Sehnsüchte, was zurzeit zum Erfüllung geht. Bei Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen ist die Energie momentan, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen, einen spirituellen Weg zu gehen, etwas noch studieren. Und auch die Feinde, Sieg über die Feinde und auch die inneren Kraft zu verspüren. Das ist die Energie, die Krebsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist die Energie gerade etwas organisieren, etwas gründen, eine Gruppe zu gründen oder einen Verein zu gründen, da aktiv zu sein, auch Liebe, Partnerschaft und Freundschaften, neue Freundschaften zu pflegen. Das ist der Bereich, was die Zwillingsgeborenen trifft, diese Wünsche, Sehnsüchte gehen zum Erfüllung. Und bei Stiergeborenen ist ganz klar die Liebe, Partnerschaft. Ja, das sind die schöne Energie, was die Stiergeborenen haben. Da haben sie Glück, diese Wünsche gehen zum Erfüllung. Aber auch Selbstständigkeit und beruflichen Erfolg kommt auch noch dazu. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch erwähnen, die Blitzberatungen, was ist es und wie funktioniert das? Das sind E-Mails-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können ausführlich schreiben, ich nehme gerne die Zeit dafür. Ich beantworte diese E-Mail wirklich blitzschnell, noch im selben Tag bekommen Sie eine Antwort. Und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.